Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cypsycho, ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Phasmophobia und heute befinden wir uns in dem größten Haus in Phasmo. Es soll ja demnächst, oder was heißt demnächst, irgendwann, denn es ist ja schon länger gekündigt, soll es eine Map geben, die ähnlich groß ist wie Asylum. Und deswegen dachte ich mir, wir joggen hier einfach nochmal ein bisschen durch. Okay, Breaker ist ernsthaft am Arsch der Welt. Unten rechts. Und das hier ist nochmal so ein kleines Tipp-Video. Ich werde einfach währenddessen kommentieren, was ich mache. Euch vielleicht helfen, dass ihr hier ein bisschen sauberer durch Asylum durchkommt, ohne dass ihr euch verläuft. Und dann das ist eigentlich ganz einfach. Ja, und dann werden wir uns das Ganze mal anschauen. Wir müssen Zeuge werden, wir müssen brauchen Kerze, Foto, Joseph. Es wurde Joseph Williams. Ganz einfach Schlüssel und es gibt hier eine Taktik. Ganz egal, ob ihr rechts anfängt oder links anfängt, by the way. Rechte Treppe findet ihr, wenn ihr hier unten hier rausgeht, nach rechts geht und immer, wenn ihr die Möglichkeit habt, nach rechts weitergeht. Hier unten hat man leider keine Möglichkeit, hier geht es nur nach links weiter. Deswegen muss man hier nach links gehen, aber dann bup, wieder nach rechts und die Treppe ist rechts. Genau das gleiche bei der linken Treppe. Immer nach links gehen, sobald ihr aus dem Van rausgeht. Links, hier habt ihr keine Möglichkeit, deswegen müsst ihr hier mal nach rechts gehen. Am Aufzug vorbei, dann nach links, links, links und ihr seid bei den Treppen. Das ist mal ganz interessant zu wissen. Natürlich auch andersrum, wenn ihr wisst, ob ihr jetzt auf der linken oder auf der rechten Treppe seid, einfach umdrehen, sprich von der Treppe jetzt alles rechts gehen. Bei der Treppe alles links, damit ihr wieder zurück zum Van kommt. Ist eigentlich ganz simpel. Aber ja, es gibt einen Trick. Und zwar, ihr könnt rechts, ihr geht rechts durch diesen Flur, nach unten zurück. Treppe runter. Dann geht ihr rechts in den Gang. Dann links bis zum Ende. Dann hier hat man nur einen Flur. Einen größeren. Dann kommt ihr hier bei der Treppe wieder raus. Und dann geht ihr hier einfach wieder den Flur entlang, nach oben zurück. Und dann merkt ihr auch schon, dann seid ihr oben an einem Punkt. Hier seht ihr dann schon den Aufzug. In dieser Zeit sollte eigentlich der Geist irgendwas gemacht haben. Ihr könnt, wie gesagt, eine Kerze in die Hand nehmen, dann droppt eure Sanity nicht. Aber sonst geht ihr einfach nur immer diesen Weg entlang. Das Mittelpanel lässt sich komplett aus, außer ihr hört etwas. Sprich, ein Gegenstand, der geworfen wurde. Geht, dann könnt ihr in die Richtung gehen. Wenn ihr eine offene Tür oder allgemeine Tür hört, könnt ihr ebenfalls in die Richtung gehen. Ansonsten lasst ihr dieses Mittelstück hier oben erstmal aus. Denn das ist ein bisschen verwirrend und das sorgt auch eigentlich dafür, dass man sich verläuft. Aber jetzt starten wir erstmal. Und wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal nach rechts. Der Rest ist uns egal. Rechts ist aus der Breaker und so könnt ihr halt auch entscheiden, welche Richtung geht. Der einzige Grund, weshalb ihr ins Mittelpanel geht, ist, wenn ihr den Breaker anmacht. Aber dann versucht ihr einen der Aufzüge zu finden oder einfach wieder straight zum Van zurück und dann, wie gehabt, nach rechts und nach links. Der Breaker ist unten. Aber wir gehen jetzt erstmal hier oben lang. Also, Breaker ist unten rechts. Somit würde es sich empfehlen, erstmal zum Breaker zu gehen. Aber da wir solo unterwegs sind, werden wir jetzt hier erstmal den Geist suchen. Hallo Monsieur, Joseph, bist du hier? Zeig dich, mach was, spiel mit mir. Sind die Kinder, bist du alleine? Darf ich dir eine Frage stellen? Ist es dein Haus? Dann wir gehen, bist du glücklich? Ist es dein Haus? Sind wir Freunde? Kannst du irgendwas machen? Kannst du mit der Tür spielen? Irgendwas. Ich werde sehr verbunden. Ich habe jetzt auch richtig meinen Ton aufgedreht. Und ich hoffe, dass er nicht zu asozial sein wird. Ich will auf jeden Fall eine Tür hören. Da war Standard-Sound. Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Joseph, kannst du mir ein Zeichen geben? Wie alt bist du? Es könnte auch sein, dass sich zum Beispiel hier irgendwann eine Tür öffnet, aber halt erst später, dass jetzt noch nichts ist. Aber würdet ihr jetzt in jede Tür reingehen? Im Solo-Mode? Auf jeden Fall machbar. Wenn ihr hier einfach mal so reingeht, habt zum Beispiel Parabol dabei oder Thermometer, schaut mal, nö, nix, geht wieder raus. Machbar. Wenn ihr, sobald ihr aber im Koop seid und die ganze Zeit entweder die Türen offen lässt, damit ihr sie ja nicht zumacht, damit keiner verwirrt wird, dann werden sie verwirrt, wenn die Tür offen ist. Wenn ihr sie zumacht, werden sie den Sound und werden dadurch verwirrt. Deswegen, ja, ein bisschen schwierig, wenn man dann in dieses Zimmer reinschauen muss. Deswegen einfach nur hier rumgehen. Eben F in der Hand. Mache ich am liebsten. Fotoapparat eignet sich auch mal ganz gut. Und dann sucht er einfach, oder ihr versucht den Geist zu provozieren und wartet auf die offene Tür. Und ihr sagt sowas wie den Namen. Joseph, bist du hier? Dann gibt es halt noch diverse Trigger. Zum Beispiel, man kann auch sagen, hey, ich habe Angst. Triggert ihn auch. Beleidigungen funktionieren nicht mehr. Die wurden rausgenommen, weil ich denke, die Entwickler hatten keinen Bock jetzt wütende Drohanrufe von irgendwelchen Eltern zu bekommen, dass ein Kind die ganze Zeit vor dem PC sitzt und irgendwelche Ausdrücke brüllt. Könnte ich irgendwie verstehen. Aber deswegen, was könnte man noch verwenden? Die ganzen Trigger, die ich alle so schnell sage. Sowas wie, wo bist du? Zeig dich. Mach was. Spiel mit uns eigentlich nicht, aber sagt sich gemütlich. Bist du hier? Wie alt bist du? Es ist dein Haus. Du glücklich? Sollen wir gehen? Wir sind Freunde. Zeig dich. Das sind alles Trigger.
All das provoziert den Geist und sorgt dafür, dass er, ja, dass er irgendwas macht, eine Aktion macht. Eine Tür auf, beim Licht spät, irgendeinen Gegenstand wirft. Also irgendwas, was euch hilft, den Geistraum zu finden. Ganz einfach. Wie gesagt, jetzt sind wir hier am Ende. Ihr seht schon, hier war die Tür. Da hinten ging kein Gang mehr weiter. Deswegen gehen wir jetzt bis ans Ende dieses Flurs. Währenddessen natürlich immer den Namen Joseph sagen, denn der triggert alle 20 Sekunden. Ich kann sich das so vorstellen, wie so eine Anzeige. Oder wie ein Glas, das ich will, zum Beispiel. Beispielsweise. Mit dem Trigger schüttet ihr ein bisschen Wasser ins Glas. Nach einer Minute wird jedoch das Glas wieder geleert. Was bedeutet, ich sage deswegen so schnell alles, damit das Glas möglichst voll ist. Je voller es ist, desto wütender ist der Geist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er irgendwas macht. Und der Name vom Geist triggert alle 20 Sekunden. Das ist dann nochmal ein bisschen mehr. Ein bisschen größerer Schluck Wasser, den man da reinkippt. Ich glaube, mit dem Glas Wasser ist es vielleicht sogar noch verwirrender, aber vielleicht versteht der eine oder andere, der es vorher nicht verstanden hat, das Ganze jetzt besser. Wo bist du? Ich drücke währenddessen auch noch auf V, weil eigentlich ist es bei mir so eingestellt, dass er mich immer hört. Aber das ist halt das Verwirrende, denn ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Reachabout und Bock funktionieren, aber das ist ja jetzt eine separate Einstellung, deswegen schwierig zu sagen. Deswegen lieber V drücken als nicht V drücken. Wo bist du? Zeig dich. Wie alt bist du? Wollen wir gehen? So glücklich. Ganz wichtig. Hey, ich weiß nicht. Ich dachte gerade, ich hätte Wasser gehört. Wo bist du? Wie alt bist du? Joseph, bist du hier? Willst du Joseph genannt werden? Wo bist du? Wie alt bist du? Seht ihr Kinder? Du alleine? Darf ich dir eine Frage stellen? So glücklich? Sind wir Freunde? Wir sind Freunde, oder? Es ist dein Haus? Sollen wir gehen? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du hier? Wo bist du? Mach was. Hallo? Mir wird langsam langweilig. Okay, wieder bis zum Ende und zurück. Und dann? Treppe hoch. Dann sind wir jetzt bei der linken Treppe. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man sich hier rumdreht. Oder allgemein verwirrend, wenn man sich durch, aus irgendeinem Grund so im Kreis dreht. Da habt ihr keine Ahnung mehr, wo ist jetzt der Geisterraum, wo muss ich hin, wie mache ich was. Es wird langsam, oder es wird dann sehr verwirrend, deswegen schaut einfach, dass ihr die Ordnung behaltet und dann ist es einem eigentlich machbar. Joseph, wo bist du? Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Vielleicht will er ja meinen Gesang haben. Ist jetzt nicht der schönste Gesang? Aber wenn er da auch rauskommt, bin ich glücklich. Und dann hätte ich eigentlich die Box erst, also das Game erstmal auf Englisch stellen sollen. Hallo? Bist du hier? Show yourself. Ähnlich wie ein GRC. Aber ich krieg immer, wenn ich Hallo oder sowas sage, krieg ich immer ein Ohrwurm. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Gut, mein Gesang ist nicht so gut wie Lionel Richies Gesang, aber ihr müsst es trotzdem ertragen. Einfach nur, weil ich langsam ein bisschen Langeweile habe und auch müde werde. Was seltsam ist, denn ich habe schon viel zu lange für meine Verhältnisse gepennt. Aber nein, ich werde müde, weil ich hier einfach jetzt seit 8 Minuten durch das Hallen durchdacke. Gut. Bisschen gelabert haben wir auch noch. By the way, hier hinten. Hier ist der Aufzug. Da. Hier ist der Aufzug und dann hier einfach wieder da geradeaus. Links und dann seid ihr wieder am Van. Könnt ihr die gleiche Chose nochmal machen. Ich schaue jetzt hier nur ein bisschen durch. Ich kenne mich hier inzwischen aus in der Mittelpanel. Deswegen kann ich hier ein bisschen durchschauen und finde dann auch wieder raus. Aber hier links haben wir zum Beispiel was gehört. Deswegen würde ich hier gerne in die Richtung gehen. Ich glaube nicht, dass es hier drüben war, sondern ein zweiter. Aha, Ladies and Gentlemen, wir haben uns auf eine Tür gefunden. Madame, Monsieur? Okay, hier sind schon mal zwei Türen offen. Und das hier ist eigentlich ganz cool, oder dieser Raum hier ist eigentlich immer perfekt zum Verstecken, denn ihr habt hier eine Tür, ich könnte hier auch noch reingehen, aber ihr habt hier auch noch eine Tür und da auch noch eine Tür. Also genug Türen, die ihr zumachen könnt, um euch zu verstecken. Ganz praktisch eigentlich. Und jetzt müsst ihr wissen, wer den Geistraum hat. Wo befinde ich mich? Hier ist die Treppe und zwar bei dieser Treppe geht man hier hoch und hat links und rechts Auswahlmöglichkeiten. Bei der linken Treppe kann man, wenn man oben ist, nur nach rechts gehen. Danke, ich bin bereits in der Nähe. Und deswegen könnt ihr euch immer merken, zwei Wege ist die
Mit welcher Tür spielst du jetzt? Nein, jetzt hat er mit der anderen Tür gespielt. Legst du mir gerade was vor? Hä? Das war jetzt aber schon ein bisschen basslastig, oder? Oder bin ich jetzt ganz blöd? Das war eben F5, aber wo ist mein... Hä? Hä? Habt ihr den kranken Bass gehört? Okay, ja, nee, ist klar, aber ja. Wie gesagt, rechte Treppe hat zwei Wege, da. Gut, von mir ist auch da lang, also drei Wege. Und die link, die andere Treppe hat ein weniger. Linke Treppe. Da könnt ihr nämlich nicht nach links gehen. Somit könnt ihr euch merken, welcher Treppe ihr seid, und dann wisst ihr auch, wie ihr rauskommt. Wie gesagt, wenn man das einfach mal ein paar Mal macht und halt die Orientierung behält, sprich weiß, ob man jetzt nach links geht, geradeaus, nach rechts oder in die Richtung, sprich nach hinten, dann wird es eigentlich einleuchten, wo man gerade ist und wie man rauskommt. Okay. Joseph, du bist ein seltsamer Geselle. Nicht böse gemeint, aber... Ja, by the way, ihr seht schon, wir waren relativ lange drin, und zwar seit 13 Minuten, wobei, sagen wir mal 3 Minuten noch gelabert, seit knapp 10 Minuten. Wir haben jetzt 71% verloren. Denn in Asylum, wenn ihr solo seid, gibt es so eine, oder allgemein in Asylum gibt es so eine Mercy-Regel, dass die Sanity ein bisschen langsamer droppt. Als jetzt in anderen Häusern. Und ja, wenn ihr solo seid, droppt ihr sowieso nur halb so schnell, wie wenn ihr im Koop seid. Eigentlich immer ganz praktisch für Solo-Runs. Nehmen wir jetzt die beiden mit, einfach weil wir es können. Gibt ja keinen Hintergedanken. Wir können natürlich jetzt einfach wieder den Weg rechts nach rechts außen gehen, aber ich gehe einfach jetzt hier durch. Da denke ich ersichtlich, wo der Geistraum ist. Ihr könnt es natürlich auch vorher noch an der Tafel anschauen. Und dann werdet ihr auch sehen, wo der Geistraum ist. Oder wie er da am besten hingeht. Okay, wir haben Fingis. Und jetzt frage ich mal, wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du hier? Kannst du auch stöhnen? Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Okay, will ich jetzt erstmal ausklammern, dann... Da. Nummer 1. Was? Das müssen schön... Ja, so fast. Wunderbar. Oh mal, hat er hier irgendwas angefingert? Nee. Die war aber auch allgemein vorhin zu. Hä, wo bin ich jetzt? Da. Die war auch vorhin zu. Yep. Warte mal. Ihr sollt vielleicht auch die Tür anschauen. Aber ja, die ist auch zu. Oder war zu, besser gesagt. Okay, und die war offen. Okay, die zwei Räume würde ich jetzt einfach mal stark als Geisterraum präferieren. Und Sanity im Auge behalten. Das soll passen. Also merkt schon, das Item ist eigentlich gar nicht mal so schwer oder gar nicht mal so schlimm. Außer, Punkt 1, wenn ihr Flurgeist habt, denn die Flure hier sind sehr, sehr groß. Mittelpanelflur ist im Grunde das ganze Mittelpanel. Ab der Treppe, also ab der rechten Treppe bis... Madame, ist hier Fleischer? Was machen Sie hier? Kann ich Ihnen helfen? Haben Sie Hunger? Oh nein. Oh nein, oh nein, 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 oh nein, oh nein, oh nein, das kannst du vergessen. Das kannst du sowas von vergessen, du bist jetzt kein Flurgeist. Madame, ist hier Fleischer? Das geht nicht. Kannst du dir sowas von abschminken, also Kollege, aber nein. Wir müssen nicht droppen, somit jetzt erstmal seine Deep Pen. Also, jetzt schlägt es 13. Wie gesagt, Mittelpanel, ich zeige euch das. Mittelpanel ist das ganze Ding hier. Und theoretisch kann dieses ganze Ding hier auch Geistraum sein, also zumindest die Flure dazwischen. Das ist der Mittelpanel, Geistflur. Flurgeist. Ja, und er hat die überall aufgemacht. Das einzige Gute ist, wir werden sehr, sehr schnell erfahren, wo der Geistraum ist. Denn nur ein Raum dürfte momentan unter 3 Grad sein. Unter 10 Grad. Sowas hier, wenn es mal auf 8 oder sowas sinkt, nicht verwirren lassen. Geisterraum ist bei ungefähr 3 bis 5 Grad. Und nicht bei 16, so wie hier. Deswegen einfach mal kurz reindippen und dann weitergehen. Hier 7,9. 6. 7. Ja, jetzt langsam, also hier ist schon der Flur. Der Flur ist betroffen. Ja. Wir haben echt die Arschkarte gezogen. Versucht jetzt jemand einen Ort zu finden. Das ist asozial.
Gut, wir schauen uns aber trotzdem nochmal hier rein. Ja, 13. Denn hier war interessant, dass er hier beide Türen aufgemacht hat. Okay. Sonst haben wir aber nichts. Doch, wir haben Fingis und eben F5, ne? Können wir jetzt gleich mal schauen, was wir noch brauchen. EMF, Fingis. Okay, Myling, Goyo, Jin. Das wäre Dotti, Buch oder Freezing. Jetzt bin ich aber... Wobei. Ich wollte gerade sagen, jetzt will ich aber die Box ausprobieren, aber bringt ja nicht viel. Schwierigkeit oder Frage. Wo befindet sich jetzt in diesem langen Korridor, oder allgemein in diesem Mittelpanel, der Geisterraum? Beziehungsweise, wo findet man die ganzen Beweise? Wo muss man sein Zeug hinlegen? Ganz einfach. Keine Ahnung. Am besten ist es, ihr habt ja gerade eben gesehen, der Geist ist hier gespawnt und da hinten, am langen Flur. Dort findet man zum Beispiel ganz gerne Orbs, da wo der Geist spawnt. Und da wo der Geist spawnt, hat man auch große Chancen, dass man Beweise findet. Aber theoretisch kann er überall spawnen. Der kann auch im Keller links hinten spawnen. Da kann er sich auch zeigen, denn das ist einfach nur Roaming. Ich werde jetzt meine Konzentration auf die Ecke hier richten. Hier haben wir auch eine Cam. Schauen wir mal. Bei Orbs kann es ja gar nicht mehr sein. Dotti haben wir noch nicht. Dotti werden jetzt platziert. Auf diesem Bereich werde ich jetzt erstmal mein Hauptaugenmerk legen. Okay, da war eine Tür. Wir haben sowieso schon mal Glück, dass wir zwei Beweise haben. Nur noch der letzte fehlt. Theoretisch könnten wir auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, tricksen. Jetzt ist nur die Frage. Wie zum Henker sollen wir hier irgendwas sehen auf den kleinen Billo-Camps? Ich werde jetzt einfach mal das Ganze so. Okay. Das war jetzt einfach. Und by the way, Ladies and Gentlemen, wenn ihr einen Fluggast habt, ähnliches Szenario wie ich, hier im Mittelpanel, behaltet die, oder denkt an diesen Spot hier. Denn es könnte durchaus sein, aber das muss man natürlich erstmal mehrmals testen. Da seid ihr dann gefragt. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, wenn ihr einen Fluggast habt im Mittelpanel, wo ihr eure Beweise gefunden habt. Weil wenn ihr sagt, hey, auch bei genau bei der gleichen Ecke, dann hätte ich nichts dagegen. Dann könnte man sagen, okay, wenn da Mittelpanel Fluggast ist, müssen wir da unser Zeug hinlegen. Das wäre auf jeden Fall entspannt. Ich habe jetzt den Platz gewählt, weil der halt relativ offen war. Und man da ein bisschen mehr einsehen kann, als jetzt so ein kleiner Flur. Okay. Foto, Cats. Foto vom Geist. Kann es sein, dass ich mich gerade verarscht fühle? Ich fühle mich gerade echt ein wenig verarscht. Minimal verarscht. Wir brauchen ein scheiß Foto vom Geist. Ja. Sie kocht auch schon vor Wut. Sie kommt aus dem Schnaufen gar nicht mehr raus. Ja, sie ist komplett aggro. Also das, sie ist auf 180. Jetzt, wenn der Geist jetzt gleich kommt, ey, sie wird ausrasten. Sie ist kurz davor jetzt gleich. Wir hören es gleich nochmal. Ja, hört ihr, wie wütend sie ist. Hört ihr diese aggressiven Schnauber. Aggressive Atmen. Madame, beruhig dich. Entspann dich. Komm runter. Das ist nur ein Fleischer. Wir lassen ihn immer leben. Er hat nichts getan. Entspann dich. Okay. Kollege, wir werden jetzt gleich ausrasten, wenn du die Kerze nicht bläst. Foto. Foto wird spannend, lustig, was auch immer. Es wird auf jeden Fall nervig. Aber was wir jetzt mal machen können. Ach nein, können wir nicht. Ich wollte gerade sagen, wir können jetzt mit dem Parabolmikrofon mal schauen, ob wir die ganzen übernatürlichen Dinge von der guten Myling hören. Ja, nicht wirklich, wenn wir keinen dabei haben. So. Ich gehe mit meiner Kerze, meine Kerze mit mir. Okay. Die machen wir mal wieder an. Warte mal, wer kein Feuerzeug dabei hat und ihr habt schon eine Kerze an, ist ganz praktisch. Man sucht euer Feuerzeug nicht, dass ihr irgendwo random hingeworfen habt. Und da bist du, Kollege. Show yourself. Wo bist du? Where are you? Hello, is it me you're looking for? I can see it in your smile. Ich hab so einen abnormalen Ohrwurm davon, also es tut mir leid, dass ich mich singen hören muss, aber ich bin in der Anstalt. Ich bin ein Psycho in der Anstalt. Was macht ein Psycho in der Anstalt? Singen und Geister jagen. Voll normal. Das gehört da rein. Ich dachte, du hättest ein Freezing, aber es wäre unser vierter Beweis. Deswegen, glaube ich, hatten wir kein Freezing. Warst du jetzt nicht ganz sicher, auf welche Toilette du gehen musst, aber das sind doch Schilder, oder nicht? Also ich würde sagen, Monsieur Fleischer, die sind eindeutig. Kleidchen. Hose. Kleidchen. Hose.
Du magst nicht mehr spielen, ne? Also, ich würde sagen, komm. Wir haben ihn schon gesehen, oder? Wir haben gesehen, wir lassen jetzt mal unser Kerzel hier. Madame, Monsieur Kollege, sehr freundlich, danke dafür. War mal eine entspannte Runde, vor allem immer nicht ganz rechts hinten am Arsch der Welt, auch nicht ganz links hinten am Arsch der Welt. 20 Minuten, würde ich sagen, ist eine angenehme Zeit. Ich habe ein bisschen mehr gelabert, weil ich halt einfach auch den Personen, die vielleicht Asylum noch nicht ganz so gut kennen, auch mal ein bisschen ein paar Tipps geben wollte, um das Ganze ein bisschen leichter zu verstehen oder vielleicht hier besser zurechtzukommen. Ich muss mich auch bald mit zwei Kolleginnen durch das Asylum quälen, beziehungsweise ich werde sie da durchquälen und unterstützen. Deswegen, ich mag diese Map. Ich räume mich da immer. Gerade im Koop macht sie besonders viel Spaß und ich habe mir mal die Zeit genommen, mir 3 Stunden alles anzuschauen, zusammen mit Arani damals noch. Und ja, ich sag mal so, ich will euch halt diese 3 Stunden ersparen, beziehungsweise vielleicht auch den einen oder anderen droht dadurch, indem ich euch zeige, wie ich Asylum spiele und wie ich hier den Geistraum finde und damit klarkomme. Aber dann würde ich sagen, eingetragen haben wir. Mein Lieben, wir haben jetzt nicht wirklich viele Fotos. Deswegen, wobei, wir haben ein paar Fotos. Ja, wir werden einfach noch ein paar machen, würde ich sagen. Bist du jetzt der Volle oder der Leere? Guck, der Volle. Unsere UV-Lampe ist irgendwo... Ja, das müssen wir zur UV-Lampe. Warte mal. Jetzt ist die Frage, ist hier innen oder außen? Check, passt. Check, passt. Da hinten ist keine Tür mehr. Warte, doch. Ja, sehr schön. Wunderbärchen. Also ich verstehe also nicht, wieso, wo die Fingerabdrücke sind. Die innen oder außen sind, aber... Ha, perfekt. So, jetzt haben wir zumindest noch ein paar Fotos gemacht. Dann glaube ich, jetzt nicht mehr allzu lange. 22 Minuten. Darf ich schon jetzt sagen, dass wir jetzt hier mal kurz die Beine in die Hand nehmen. Und let's go. Wie gesagt, das sei denn, man gewöhnt sich dran. Aber für alle, die eben noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, habt ihr jetzt mal hier so einen kleinen Einblick bekommen, wie ich es heimspiele. Ich werde, wenn ich dran denke und das Video finde, euch in die Infobox das letzte seinem Video packen. Da habe ich das Ganze noch ein bisschen genauer erklärt. Aber das war noch vor dem Update. Aber ihr seht schon, das hat sich nicht viel geändert. 270 Dauer, wo wir hier 2 Aufgaben haben. Nur hier das Maximum Cash von Aufgabe 1. Fotos 25. Wir haben einfach nur ein bisschen random Fotos gemacht. Kein Knochen, keine Versicherung. Trotzdem 270. Richtig nice. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und hoffentlich sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, auch einen schönen Tag, Mister. Ciao, ciao.